Die Aufsteiger bejubeln deinen Punkt im Allianzstadion. Ein toller Erfolg für das Team von Markus Mader. Es ist das erste Ligaduell zwischen Rapid und Austria Lustenau seit April 2000 und es sollte ein sehr spannendes werden. Rapid kommt ganz gut rein in dieses Spiel mit Patrick Greil in der 12. 5 Änderungen gegenüber dem 1:2 in Baku bei Rapid. 3 davon in der Abwehr und Greil auch einer der 5-9. Austria Lustenau mit einer gefährlichen Spielanlage. Die Gäste versuchen es immer wieder von hinten rauszuspielen. Rapid mit frühen Balleroberungen und mit dem ersten Treffer in der 21. durch Guido Burgstaller. Wer sonst? 7 Tore Rapid bisher in dieser Saison. 4 davon von Burgstaller, der zwar noch nicht in Topform agiert, aber wenn er den Ball so vor seinem Fuß hat, egal ob links oder rechts, dann schließt er einfach eiskalt ab. Und dann Schirl, was macht er eigentlich? Der Triplanski im eigenen Strafraum, aber Gröhl hätte abspielen können auf Burgstaller, hat aber das leere Tor vor sich gesehen nach dem verfehlten Dribbling von Schirl, der kühn übersieht, der nochmal gut nachsetzt und dann Gröhl zielt nicht aufs lange Eck, sondern trifft Matthias Mark, den Captain von Austria Lustenau. Viel Tempo drinnen in dieser ersten Hälfte. Nicolas Kühn überall zu finden, sehr variabel einsetzbar. Wartet hier lange mit dem Abschluss, weil viele Lustenauer um ihn herum waren. Zeigt aber wieder, speziell in der ersten Hälfte, eine gute Leistung. Rapid dominant. Mit einigen gefährlichen Abschlüssen wie hier von Patrick Greil in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Aber Rapid hat es verabsäumt, nachzulegen nach dem 1:0. Und so geht's mit dieser knappen Führung dank seines Tores in die Halbzeit rein. Die zweite Hälfte, Sudanovic und Austria Lustenau etwas aktiver. Jetzt kommen langsam aber sicher auch die Abschlüsse, speziell nach Standardsituationen. Der war schon gefährlicher als eben der Kopfball von Marc, dieser Freistoß von Lukas Friedrikas, Neuzugang von Austria Klagenfurt. Die 54. Teixeira, kaum zu halten von Rapids Defensive. Immer noch Teixeira im Strafraum und dann ein Tackling von Jonas Sauer. Unglaublich riskant, aber er rasiert den Ball. Kein Elfmeter für Austria Lustenau. Richtige Entscheidung von Stefan Ebner, der noch einiges zu tun bekommen wird. Hier Burgstaller gegen Dominik Schirl. Große Aktion des Lustenauer Keepers bei diesem gar nicht so schlechten Kopfball von Burgstaller. Rasante Phase in dieser zweiten Hälfte. Zwischen der 50. und 60. geht es ordentlich ab. Hier die Entscheidung von Stefan Ebner. Zur Überraschung vieler, auf Gelb-Rot für Bajic. Hier sehen wir das Foul, das zur zweiten Gelben geführt hat, aber es war für mich nicht mal ein Foul, weil Bajic zieht zurück, aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung von Ebner, aber bei Gelb-Roten greift der VAR nicht ein, darf er gar nicht. Damit Rapid in Unterzahl. Gröhl, die Grün-Weißen kommen dennoch zu Abschlüssen. Die Gelb-Rote von Bajic war in der 58. Also das war natürlich schon eine ordentliche Hypothek für Rapid in dieser finalen Phase, in der finalen halben Stunde im Westen Wiens. Vor 17.600, die ein wirklich schönes Spiel sehen und eine Lustenauer Mannschaft, die jetzt an ihre Chance glaubt und auch den Treffer macht. Gar nicht unverdient in dieser Phase. Das 1:1 durch einen der Besten auf dem Feld. Stefano Sordanovic, der Ex-Admiraner, macht das mit so viel Gefühl. Hedl kommt raus, hat aber keine Chance. Der Pass von Teixeira war schon großartig in die Schnittstelle hinein. Sehr feiner Treffer der Lustenauer, die dann natürlich mehr wollen in Überzahl und die Chance haben in der Nachspielzeit. Ugoni verpasst aber. Und so endet dieses rasante, unterhaltsame Spiel mit 1:1. Viele tolle Momente, viele Chancen, viel Gesprächsstoff. Auch für Jörg Kühne mit Stefano Sordanovic.